bei Future of Battle Rap. Und wir haben ein sehr schönes Match hier am Start. Entdeck bei Diltily hat ein sehr starkes Debüt gehabt. Sehr giftig, sehr bissig, aber gute Punchlines. Mach mal her für Celine! Yeah! Aber auf der anderen Seite wird das Battle beginnen. Hier letztens noch gegen Malik eine sehr, sehr starke Leistung abgerufen. Vor kurzem hier bei Future of Battle noch eine sehr starke Leistung gegen Malik abgerufen. Da geht das Battle auch los bei Malik in Japan! Yes! Wie gut? Okay, ich mach. Sorry, stimmt. Beginnt bei Celine, let's go! Yo, ich war im krassen Battle-Rapper-Wald und niemand dort kannte dich. So, und jetzt frag dich mal, woran das liegt, du Schwanzgesicht. Boy, sieht aus wie straight up vom hässliche Leute Straßenstrich. Digga, ich hab echt nie jemand gesehen, der mehr einem Eber glich. Oink, oink! Yes. Das Einzige, was dir wirklich gut stehen würde, wären meine Plattforms in deinem Gesicht. Ey, das Match ist doch ein Glitch. Du nennst dich Japan Da Brain. Okay, bist aber auch ungefähr 5 Jahre erfolglos im Game. Ich hoffe, heute hat mich das letzte Mal in der Cypher gesehen. Ist ja echt nicht mehr schön. Puh. Ist euch mal aufgefallen, dass der 1-2-1 aussieht wie das uneheliche Kind von dieser Vera Entwen? It's insane. Puh. I love how it feels to be a hater. Andy macht in seinen Battles gern auf Möchtegern Perpetrator. Ja, Dicker, du siehst aus wie jeder. Leicht dickliche Typ, der Andreas heißt. Und bist immer von so einem Ölfilm überzogen wie so eins Ozeanmäus. Ja, du schwitzt sogar mehr, als ich angenommen hatte. Hätte ich dich nicht ehemals Schwein bezeichnet, würde ich jetzt sagen, du seist eine leicht verfettete Bisamratte. Du heftiger Saftsack. Nee, du hässlicher Bastard. Jedes Wort aus deinem Mund triggert bei mir nur einen Lachkick. Boy, so jiggly. Glaubst, dein halber Körper besteht aus Aspik. Andreas, du musst was ändern, aber drastisch. Denn lass dir das mal gesagt sein, du sweaty Hund. Sich deine Battles reinzufahren ist Real Rap ungesund. Ich mein's ernst, dabei wird man dumm. Deswegen habe ich den Text jetzt ja auch nur so hingerotzt. Real Rap, als ich das erste Mal ein Foto von dir gesehen habe, habe ich mir fast in den Mund gekotzt. Dein Aussehen? Disgusting, Digga. Was für Gangster, eher so Kinderficker. Ja, ja, Mütter, sperrt eure Kinder weg. Denn es ist Chappelle mit dem subtilen Pedo-Swag. Wenn der Bro glänzt, dann nur wie die Schwarte im Speck. Dicker, tu Battle Rap einen einzigen Gefallen und häng dich weg. Stehst doch so auf Museen, bangst dir den ganzen Dreck. Ist dann auch nur konsequent von dir, wenn du dich hier heute von mir schreddern lässt? Das wird ein erstklassiger Camisado. Egal, was du über mich sagen wirst, es lässt mich kalt so wie Gelato. Aber ey, vorerst, all good things come to an end, so wie Nelly Furtado. Yes! So, kann's losgehen. Jetzt erste Runde, Japan. Wusstet ihr eigentlich, dass Battles zu fixen fucking hart ist? Doch ich arbeite gerade an einer App, die das Problem lösen könnte, als wäre es gar nichts. Rapper melden sich da an wie bei einer Dating-App, alles gratis, und können dann potenzielle Gegner hin und her swipen. Das Ganze nennen wir Barship. Dann steht da zum Beispiel Aaron, hat einen Podcast mit einem Kind, nennt sich Psychopath mit Psychopaths, swipe nach links, oder Kid Soldier, auf einem guten Weg zum Titel hin, hat einen Podcast mit Aaron, swipe nach links. Yes. Oder dann steht da Celine. Überhebliche, bleiche Missgeburt mit Leichenswag. Entrepreneurin auf Männerhass. Das schreit nach Stress. Swipe nach rechts. Hey! Celine liked dich back. Heißt, it's a match. Ich lass dich heute Blut spucken. Den Mob dabei zugucken. Mädchen, du siehst aus wie das verstoßene Stiefkind von Jennifer Rostock und Pumucke. Ich bin hauptberuflich Männerhasserin und ich sag, was ich denke. Und nebenberuflich bin ich das Werbegesicht für Vaterkomplexe. Dein Vater wollte deine Mutter nie ficken, doch der Bastard ist eingeknickt. Ich bin für Abtreibung, deine Mutter leider nicht. Wegen Kindern wie dir sinkt die Geburtenrate. Du rappst zwar laut, doch bist körperlich so angespannt, dass alle denken, die furzt gerade. Du riechst nach Heftpflaster.
Du versiffte, nach Patchouli stinkende Ratte. Ey, legst du dich in eine Wanne, sieht das Wasser danach so aus, als würde man da drin einen Pinsel auswaschen. Ey, halt bitte den Ball flach, so wie deine Brüste. Schwör, deine Nippel sind größer als deine Titten. Ey, was das bitte? Zwei Flachwitze? Ey, hier im Kreis sind wir zwei nicht auf einem Level. Heute gibt's für dich eine bittere Pille zu schlucken. Und meine Texte sind dein Beipackzettel. Du schreibst deine Texte auf Speed? Besser, du ziehst gleich alles, du Pisser. Zieh die Reißleine, denn ich zieh alles, alle Register. Mir ist scheißegal, als was du dich identifizierst. Als ein Mann oder eine Frau. In meinen Augen ist es ein rothaariger Clown. Würde passen, wenn du dich als nicht binär identifizierst. Weil eine Null bist du nicht. Doch die Eins auch nicht, denn die steht gerade vor dir. Und jetzt achtet drauf. Umso lauter sie wird, desto beschissener werden alle ihre Texte. Komm, zeig uns deine ach so tollen, dein erhabenes Acting. Bring uns alle zum Lächeln, weil wir alle wissen, dass du nicht echt bist. Ich sag Time. Heißt für dich Licht, Kamera, Action. Action. Yeah. I think we got a battle. Zweite Runde, Celine. Na, du alte Blechtrommel. Bock, die nächste Runde richtig auf die Fresse zu bekommen. Hajo, let's go. Why are you so obsessed with me? Andreas, I wanna know. Hängst täglich in meinem Insta-Feed. Ich frag mich, are you good, mein Bro? Brauch ich vielleicht eine einstweilige Verfügung oder so? Ich mein, yo, what the fuck is that energy, Bro? Hör vielleicht mal ein bisschen weniger deine eigene Mucke. Ey, und auf Insta sieht man, wie er sich lässig, aber gebildet gibt, postet circa 20 mal dasselbe Pick. Ich dachte eigentlich, NPCs gibt's im echten Leben nicht. Aber gib dem bloß nicht Papier und Stift, sonst ist er eine Force to be reckoned with. Ja, ganz sicher, Bruder, das ist, was du bist. Und nicht die most basic Bitch mit dem brutalsten Pfannkuchengesicht, yo. Ey, Real Rap, der Hane Bumble battelt schon circa 5 Jahre. Und alles, was er bisher abgeliefert hat, war blamabel. Der Cringe, den du den Battle-Rap-Szene angetan hast, der ist fast irreparabel. Also so wie meine Lobotomie. Ja, ihr habt richtig gehört, ich habe mich aus Fairnessgründen vor diesem Battle hier heute extra genervt. Ha. Ey. Das hab ich. Nice. Das könnt ihr mir glauben, Alter. Wuhu. Aha. Yeah. Ich mache einen Show. Mach mal Lärm. Hey. Yeah. Ja, Mann, Real Rap, der Hane Bumble battelt schon circa 5 Jahre und alles, was er der Battle Rap Szene bisher angetan hat, war blamabel oder so. Aber wie es weiterging, das kann ich nicht ganz sagen. Ey. fuck shit, ey, oh mein Gott, das hier ist wie ehemaliger Punk vom Bahnhof gegen ehemaligen Präsidenten des Schachclubs. Es ist rothaarige Assassine gegen ich stell mein Lego Todesstern in die Wohnzimmerglasvitrine. Hey, und bis heute bist du das älteste Kind im Spielwarenladen und auch der, den man am ehesten ansieht, dass ihn seine Eltern hingefahren haben. Also ist es wohl am Ende doch eher folgendermaßen. Das hier ist wie David gegen Goliath. Aber ich bin beide und du bist bloß einer, der den Kampf nur gewitnessed hat. Außer... Yeah. Yes! Yeah. Mal sehr gut gerettet. Zweite Runde, Japan. Ey, da disst du mich ernsthaft für mein Basic-Aussehen? Was laberst du für einen Scheiß? Ich bin eine Rasur und ein Haarfärbeunfall entfernt, dein Stunt-Double zu sein. Plus, du denkst, mit dem Stalker-Engel hättest du mich jetzt voll krass getroffen. Doch keine Sorge, Superstar. John Lennon wurde auch von einem Stalker erschossen. Okay. Da machen wir mal locker weiter. Mit Barbie gegen Oppenheimer. Scheiße. Komm, Digga, komm. Ja, let's durch. Ich wollte sie fair machen. Okay. Also. Überspringen wir es einfach. Die meisten erwarten bestimmt, dass ich dich auf dein Geschlecht reduziere.
oder dass ich dich auf deinen Ex reduziere. Und ich muss sagen, ich bin schon sehr enttäuscht. Weil das Loch hat also Wolf angeheult? Hey, ich könnte euch erzählen, wie deren Sex war. Wollt ihr es wissen? Ja! Yeah. Hey, wollt ihr es wissen? Ja! Yeah. Voll beschissen. Selin wollte ficken, hat sich jedes Mal ein Wolf geritten. Dicker Wolf? Das ist schon unverschämt. Selin, die erste Frau, die sich runterschläft. Die Leute denken höchstens, dass du sick bist, wenn du ungeschminkt bist. Doch du arrogantes Stück Scheiße findest, dass du Battle Raps Gottkanzlerin bist. Ja, du bist unfassbar entzückend. Du trägst deine Nase so hoch, die berührt fast deinen Rücken. Gott sprach eines Tages, dass es Licht gibt. Selin dachte, sie wird geblendet vom Blitzlicht. Okay, du bist der Gott, die Gottkanzlerin. Wann ist endlich Finish? Was kommt als nächstes, hä? Du bist besser als Cynic? Hey nein, heute wird dein Ego gebrochen. Ach was, heute wird dein grüner Daumen gebrochen. Ich habe Bilder von deinen Zimmerpflanzen gesehen. Und geglaubt, ich muss kotzen. Ich schwör's euch, no joke, Hand auf den Bro-Code. Fick diese Flower Power Grow-Ho. Sie arbeitet schon seit Jahren daran, ihren paar Quadratmeter langen Balkon in ein vergammeltes Habitat zu verwandeln. Aus ihrem Scheidenpilz wurde eine Samenanlage. Aus ihrer Neurose wurde ein botanischer Garten. Sie ist zweimal täglich beim Däner auf der Jagd nach Rabatten. Ich brach eines Tages bei ihr ein mit Machete bewaffnet. Wo zum Teufel bin ich da nur gelandet? Von links hört man, ich bin Groot. Von rechts kamen Attacken der Super Mario Piranha-Pflanze. Aus dem Nichts ragen Geranien. Tarzan schwingt sich entlang an Lianen. Guck mal nach hinten. Menderes und Lucas Cordales schuppen am Abend das Dschungelfinale. Ich versuche gerade durch die Blume zu sagen, du hast sie nicht alle. Celine singt, I can buy myself love. Ja, okay, wir haben es verstanden. Sorry, das war wohl zu viel. Ich will eigentlich keinen Rosenkrieg. Ich will, dass du Rosen kriegst. Ich meine, extra für dich, diese Blumen eigentlich hier, diese wunderschönen, wollte ich dir heute Abend geben. Aber nur um sie später auf dein Grab zu legen. Oh! Oh! Mal in diese Runde! Yeah! Und stehen noch zwei Runden vor, von jedem eine Runde. Celine, deine letzte Runde, let's go! Ja, es ist wahr, euer Ehren. Ich bin der Real-Life-Honey-Badger, mag die Boys nur blutig, sie nennen mich Dexter. Ich fühle mich fast wie Battle Raps neuen Cringe-Detektor. Ha! Ey! Schon wieder. Oh Mann. Tja. Hallo, ganz kurz Lärm. Soll ich zuerst? Nee, das ist dumm. Das ist dumm, das ist dumm. Warte kurz, warte kurz. Battle Raps Old Cringe Detector. Egal, dann machen wir das auch nicht, okay? Gut, haben wir uns geeinigt darauf. Ey, that girl so scandalous. With that look in her eyes so devilish. Oh ja, es geht immer nur um mich. Ich bin, ihr seid die Motten und ich bin das Licht. Ah. Ich bleib bis in den Tod, ne Petty Bitch. Ja Mann, man könnte fast meinen, ich bin wie die Hexe Baba Yaga. Aber ich fress keine Kinder, ich fress nur Versager. Und meine Konflikte drehen sich um Tötungsdelikte. Deswegen glaub mir mal, wenn ich dir sage, ich dreh mir selbst immer noch die dicksten Stricke. Ja, ja, denn es gibt da draußen Leute, die wollen mich wirklich tot sehen, drohen, pressen Charges und hoffen, dass ich durchdrehe. Trotzdem habe ich den Schalk im Nacken, zerstech den Bullen die Autoreifen mit teuflischem Lachen. Ich bin mit allen Wassern gewaschen. Ich zu sein ist zwar ein harter Job, aber einer muss ihn doch machen. Und wenn ich in diesem Leben kein Peace mehr finde, dann ihr ganz sicher auch nicht, ihr Lappen. Ha! Denn Männer sind für mich nur Viecher. Ich komme und rupf den White Boys einen nach dem anderen das Gefieder. In ein paar Jahren singen sie über mich Ruhmeslieder. Ich bin Battle Raps erste echte Diva. Ha! Und nach meinem ersten Battle hört man im Internet die Alpha-Männchen klagen. Sie schießt gegen weiße Männer, was soll uns das sagen? Naja, dass ich CEO auf Männerhass bin und nachts Burschenschaftler jage, was ne Frage. Ich hasse Männer. Die eine Hälfte schlägt ihre Freundin, die andere steht
Briefschläger! Passiert mir bestimmt nie wieder! So, Dicker! Du! Knie nieder! Du stehst vor der Personifikation des Zorns, beste Freundin des Grim Reaper! Ich bin nicht die einzige Bitch mit Wut im Bauch und wir werden kommen und holen uns unseren Platz wieder! Ha! Und dass ich in meinem Leben mehr mit Anzeigen zu kämpfen hatte, als du mit deinem latenten Übergewicht, ist ein Fakt, der eigentlich ganz gut für sich selber spricht. Deswegen sack mir doch einfach mal die Klit. Ich halt erst mein Maul, wenn das letzte Wort gesprochen und der letzte Kiefer gebrochen ist. Zeit. Yeah! Letzte Runde des Battles. Champagne. Runde 3 und das heißt, jetzt wird's richtig real. Bitch, du schielst. Ja, jetzt wird dein Auge beleidigt. Weil dein Auge mein Auge beleidigt. Es ist die Multitasking Queen. Ich laber keinen Scheiß. Ein Auge sieht mich, das andere macht Bombastic Side-Eye. Mädchen, Sheila. Ich wette, dass du sogar ein Uhu besiegst. Wenn ihr gegeneinander, ich sehe was, was du nicht siehst. Wie viele Finger siehst du? Egal. Celine kommt auf ihr Leben nicht mehr klar. Déjà-vu, denn Celine weint wieder Tränen aus Kajal. Apropos, im Diltily-Interview erzählst du, wo dein Battle-Rap-Fokus ist. Straight up Mist, weil da erzählst du nämlich, dir ist als allererstes erstmal wichtig, dass dein Make-up sitzt. Warum machst du das? Du bist wunderschön. Ich habe dich auch ungeschminkt gesehen. Und ich konnte es verstehen. Ich meine, die einen pushen ihr Ego durch die Lines, die sie verpassen, die anderen durch die Lines, die sie natzen. Du, ich glaub, du bist verwirrt, weil die Foundation deines Egos auf Puder basiert. Big Pen Gang, Celine hat den besten Lippenstift auf der ganzen weiten Welt. Doch schau mir in den Spiegel, du bist nur ein Lidschatten deiner selbst. Girl! Halt mal deine Füße still. Du kannst noch so wütend klingen, du Lügnerin. Kein Make-up dieser Welt kriegt deinen Mangel an Skills überschminkt. Keiner nimmt dir das Theater ab, das du hier rüberbringst. Du willst Respekt? Dann arbeite mehr am Drehbuch und weniger am Bühnenbild. Du hast keine Identität. Nur ein verschrobenes Selbstempfinden. Ich dachte, mit dem Schielauge hast du kein Problem damit, dich selbst zu finden. Komm, scheiß drauf. Das war's. Ich mach Schluss mit dir. Keine Heucheleien. Ja, es liegt an dir. Lass uns bitte keine Freunde bleiben. Time. Nein, 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 nein. Für mich bist du nichts als ein Witz. Vor ein paar Jahren noch blasse Politikerin. Hast gesagt, wählt bitte alle mich. Ain't nothing worse than a pick me, bitch. Papa hatte keine Liebe mehr für dich. Haare wurden gefärbt. Bad Moms, längst billiger Verschnitt. Sind im Leben dort geswitcht. Jeden Tag auf Nase, wenn du nicht gerade kiffst. Deine Maskerade, ja, sie bringt dir heute nichts. Denn die Tatsache ist, du bist nicht, was du kickst. Du bist, was du schminkst. Und dieses Battle ist Judge Josh und dieses ganze Ding. Wir haben 3 Judges, die jetzt bitte nach vorne kommen sollen. Okay, Konzentration! Judges! Erstmal Killer Battle, so, ich soll mich kurz fassen, laut Yasin, ich geb's ganz kurz und knapp, 3-0 an Japan. Bro, du warst krank, ohne Scheiß, du warst auch gut, aber Bro. Das war, also das, was ich von dir gesehen habe, das war die beste Leistung und Killer, Alter. Respekt. Also von mir auch ganz kurz. Ich finde auch, besten 3 Runden, die du je geschrieben hast, war richtig Killer. Du warst auch richtig gut. Choking happens so. Und du hast die geilsten Adlibs im deutschen A Cappella Battle Rap. Aber 3-0 Japan, peace out. Yo, ich fand's auch krasses Battle auf jeden Fall. 3-1 an dich. Ich mag deinen Style auf jeden Fall, den finde ich schon killer, aber in allen Belangen besser heute und ja. Ist klar. Yeah. Haben wir ein gutes Battle gesehen? Großes Potenzial, Choking Kids, aber bisher Mama, der bist du lügen! Yeah! Aber Gewinner dieses Battles, neue Bestleistung, Mama, der für Japan! Yeah. Du bist der Nächste, mein Freund, du weißt, wer du bist. Und wir kommen zum Main Match. Tschüssi. Wir sind hier beim Derbs-Event und wir haben gerade das vorletzte, quasi das Vor-Main-Match gesehen zwischen Celine und Japan. Japan, du hast das Ding gewonnen am Ende. Erzähl mal, wie war es im Battle für dich?
Hau mal raus. Es war anders, auf jeden Fall. Es war eine andere Vorbereitung. Das Battle an sich hat sich auch ganz anders angefühlt. Ich kann es gar nicht beschreiben. So mit vielen Gegnern hat man irgendwie vorher so Kontakt, wie halt so gar nicht. Ist auch mal was anderes gewesen. Aber hat es auch interessant gemacht, irgendwie, fand ich. Also wurden keine Katzen-Memes hin und her geschickt am Anfang? Nee, diesmal keine Katzen-Memes. Malik war das, ne? Da gab es, glaube ich, auch keine Katzen-Memes, nur Katzenrunde. Ah, okay, Katzenrunde. Ja, wie ist für dich heute? Ich war ein kompletter Dummbatz. Ich habe einfach reingeschissen, Junge. Ich weiß nicht was. Also, ich habe eben kurz drüber nachgedacht, ich habe einen Denk vollzogen und dann ist mir aufgefallen, eventuell habe ich es ein bisschen zu locker gemacht diesmal. Letztes Mal war ich sehr steif, hatte ich den Eindruck, klar, das war auch das erste Mal und dann so, ne? Und diesmal wollte ich irgendwie ein bisschen gucken, die Wasser testen. Und ich bin einfach zu tief rausgeschwommen. Aber was ich meine. Weißt du, woran es lag? Also ich meine, die erste Runde, die war ja eigentlich noch relativ flüssig und zwar ja. auch so direkt. Oh, die waren vorher und vor allem alle auch wunderbar. Die beiden anderen Runden, ich meine, da waren ja auch viele Haymaker drin und es war ja auch prinzipiell eine gute Sache. Aber weißt du, woran es lag? Zu wenig gelernt oder woran? Nee, um Gottes Willen, ich konnte die wirklich auswendig. Es war so, dass die diesmal ein bisschen... Wie gesagt, die waren anders verbunden. Ich kann das jetzt nicht gut erklären, wie sich das in meinem Kopf anfühlt. Aber ich habe verschiedene Absätze gehabt, die durch verschiedene Sachen verbunden waren. Und ich hatte irgendwie den Eindruck, mich zu irritieren durch die Leute, die dann reagiert haben. Weil dann ist es nicht mehr so geflowt, wie es vorher war. Und dann hatte ich den Eindruck, so fuck, das hat mir irgendwie in den Arsch gebissen. Und dann habe ich kurz da gestanden und gedacht, okay, cool. Dann? Hättest du dir nochmal so eine Ansage von wegen, mach nochmal einen Rewrite oder so gewünscht oder musstest du da selber durch? Ich glaube, das war ganz gut, dass ich das einfach mal ganz kurz in meinem Kopf ausdiskutiert habe. Also so, ich fand es auch einfach mal interessant, das Gefühl zu haben, wie es ist zu joken. Das hört sich jetzt komisch an, aber so, dann habe ich die Experience. Wie war's? Es war nicht so schlimm, wie ich mir vorgestellt habe tatsächlich. Ich habe gemerkt, ich konnte in meinem Kopf vorspulen, also so wie so, keine Ahnung, so ein paar Sections nach vorne hüpfen und dann ist es auch okay und dann kam ich auch wieder zurück. Also es war nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich dachte, ich verscheiße dann alles, ging noch. Wie ist das so als Gegner? Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr euch auch im echten Leben hasst und so, ne, aber ich gehe jetzt noch nicht davon aus. Wie hat sich das für dich angefühlt? Hast du gedacht, okay, das wird jetzt easier für mich oder dass du so, Gott, jetzt fällt die Eier irgendwie ab? Von wegen easy win oder schade, dass das Battle vielleicht dann oder nicht mehr beides, auf der, genau. So. Also ich habe mich ehrlich gesagt abgefuckt. Ich war so, scheiße, weil ich hab so im Kopf gehabt vorher, ey, wir haben das Potenzial, das Match des Abends zu machen. Und ich war so, nein. Und dann habe ich auch den kleinen Schock gehabt und war so, ah, fuck, jetzt sind wir beide reingeschissen. Ja. Das war schon enttäuschend. Aber also für mich war das jetzt also nochmal ein Riesenschritt auch zu deinem letzten Battle. Ich fand, du hast noch klarer geschrieben, du hast noch pointierter geschrieben. So. Bist du anders rangegangen oder kam das für dich einfach dadurch, dass du jetzt wusstest, okay, bei dem letzten Battle hatte ich so ein paar Lines, die gut gefruchtet haben, baue ich darauf auf, weiter Lines zu schreiben? Hier war das so, erstens, ich habe doppelt so lange Vorbereitungszeit gehabt, das wäre jetzt 4 Monate gewesen. Und ich muss sagen, ich war auch viel motivierter. Also ich habe Bock gehabt, da Sachen zu suchen. Ich fand das Pflanzending voll witzig zum Beispiel, wo ich den Balkon gesehen habe, weiß ich so, oh ey, da kann man safe eine Runde draus machen. Das hat mega Spaß gemacht. Ja, ich habe überall Pflanzen, ich habe alles. Aber du hast ja quasi gesagt, dass man, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die Leine war, auf jeden Fall irgendwas mit, dass sie... Gartenpflanzen kaputt gegangen sind alle oder irgendwie sowas. Also ich habe ein Bild gesehen, da sahen die nicht so gesund aus, die Pflanzen. Ja, Mann. Dann war ich so, okay. Kannst du sagen, warum? Was hat den Pflanzen gefehlt? Ich hab mal eine Zeit lang beim Dena gearbeitet. Das mache ich jetzt nicht mehr, damit du das weißt. Ich weiß es. Ah, cool. Entschuldigung. Oh Gott, dann sind wir da on the same page. Auf jeden Fall. habe ich da häufiger so Abnippler, so die Totengräberpflanzen, weißt du, die irgendwas haben oder so, die da gespritzt werden müssen und die wir sterben lassen müssen oder sowas. Die kannst du halt so mitgehen lassen, weißt du, und dann katschau, nimmst du die mit, machst sie ein bisschen wieder gut und dann ist 1A. Und jetzt habe ich unfassbar viele Pflanzen, weißt du, wie oft ich das schon gemacht habe. Vielleicht fragt Jens dahingehend was. Ich habe eine andere Frage, auch wieder an dich, und zwar...
wenn du hast ja eine richtige Performance hingelegt, im Sinne von du hast dich umgedreht und dass du hast den ganzen Raum mit einbezogen, sie mit einbezogen, so mit dem Rücken zu ihr und so Flashlight-Sachen und so. Übst du das zu Hause auch so, dass du da Pirouetten drehst? Oder? Ja, ich habe einen neuen Style für mich gefunden, das habe ich bei Malik gemacht und ab jetzt mache ich das, glaube ich, immer so. Ich habe eine große Stehlampe, die stelle ich mir in den Raum und dann übe ich damit. Und dann versuche ich das so 360 zu machen, stell mir vor, wo ist die Kamera, wo steht das Publikum. Aber ist die Stehlampe ist quasi das Spotlight oder der Gegner? Nee, ist der Gegner. Ja. Und dann überlege ich mir, okay, wie will ich dann wo stehen, wie bewegen. Und dann versuche ich auch immer auf beiden Seiten zu üben, quasi mal Kamera links, mal Kamera rechts. Ja. Woher kommt, also ich weiß nicht, ob das viele Battle Rapper so machen, dass man sich irgendwas da vorstellt und darum dann zu lernen, so woher kommt das? Also ist das einfach dein Weg, den du gehen willst? Ich habe ehrlich gesagt mit vielen Battle Rappern gesprochen, die ich so Delivery stark finde und mir deren Taktiken angehört. Wenn ich mal so sagen darf, Davy Jones zum Beispiel, der probt vorm Waschbecken. Habe ich auch probiert. Ich habe halt den Spiegel voll gerotzt, fand ich nicht so geil jedes Mal und dann dachte ich, ich brauche eine neue Lösung und dann kam es mit der Stehlampe. Ja, krass. Gleiche Frage an dich. Wie machst du? Was ist so deine, wie übst du deine Choreo quasi, so deine Performance? Okay, also wir haben zwei Katzen, okay? Und die haben jeweils einen Namen und ich übe das eh den ganzen Tag so hoch und runter oder so einzelne Stellen, die ich selbst besonders witzig finde oder so, die hat man dann eh die ganze Zeit im Kopf. Also so bei mir ist es so, das dreht sich so im Loop. Das heißt, keine Ahnung, ich battle das den Katzen vor oder ich battle gegen die Katzen, je nachdem, und da setzt die Namen und so. Ich battle gegen meine Mitbewohnerin jederzeit, während sie andere Dinge macht. So. Kann man sich eigentlich auch konzentrieren, wenn er so um dich rumtanzt? Ist das, bist du dabei oder bist du so zoned out? Ich war voll zoned out. Ich war hier oben drin. So, aber der hat sich bewegt. Also der hat Sachen. Das heißt, wie viel? Weniger bewegt als aber jetzt mal. Also so, mir ist es schon. Ich habe dann schon auch Teile mitbekommen. Zum Beispiel das mit dem Flashlight Dings und so. Klar, ich bin ja nicht komplett weg. Aber so ein kleines bisschen startet man schon ins Off. Hatte ich den Eindruck. War einfach so. Ja komm, ich will jetzt auch nicht. Wieder lache ich oder so. Wie ist das bei dir? Wie viel kriegst du von den anderen Parts mit? Ich habe schon komplett zugehört auf jeden Fall. Aber schickst du es, also kann ich auch sagen, für mich ist das so, ich kriege immer super wenig von meinem Gegenüber. Also ich habe jetzt nicht komplett alles im Kopf, ich versuche halt so auf Schlagwörter zu achten. Und dann, wenn ich irgendein Schlagwort höre, wo ich denke, ah, das würde ich jetzt irgendwie erwähnen, wie es mit Distortion zum Beispiel. Vollkommen legitim auf jeden Fall, weil ich habe die mies gestalkt. Die hat ja nur ein Battle draußen gehabt. Dicke. 40 Sekunden war die Insta-Story oben. Erster Homeboy am DOS. Ja, Mann. Bam. Ach, Junge. Ich hatte auch das Gefühl, ich hatte das Gefühl, wir haben nicht geredet, wir haben das telepathisch gelöst. Ja. Wir haben anders geredet, Leute, ihr wisst nicht, wie das ist. Mach gerne noch, wenn du hast. Hast du noch was? Nee. Ich hätte eine Frage. Ja, dann hau rein. Wie fandst du eigentlich das Provokationsgame? War das too much oder? Digga, also das war in Ordnung, das war voll okay. Okay. Ich habe damit überhaupt gar kein Problem. Hätte ich ein Problem, hätte ich was gesagt. Das hättest du mitbekommen, glaube ich. Okay, Nee. Weil ich habe bei dir schon mehr so, was gesagt. Ja, du hast so, du hast mich bei dem ersten Mal nicht markiert. Und darauf habe ich mir, Absicht gewesen. Und darauf habe ich mir so lange einen Jux geschoben, das kannst du nicht glauben. Ich weiß, das kann ich mir vorstellen, dass das in deinem Gehirn auch drin war. Aber ich habe so gekeckt darüber. Junge, das war nice. Das war auf jeden Fall unterhaltsam. Ich habe noch eine Frage und wenn die zu laut ist, können wir die gerne dann nachher rausschneiden. Wenn man als CEO auf Männerhass battelt in einem Battle und auch wirklich was zu sagen hat, also eine Haltung hat und die Haltung auch aushält und vertritt und so, da gibt es ja schon, sag ich mal, die Spannung, dass du willst Leute ansprechen und irgendwie mitnehmen, andererseits willst du denen auch sagen, ey, du bist Täter oder sonst wie was. Ja. Ne? Ist das, also, verträgt sich das mit, ich nehme euch jetzt trotzdem mit in mein Battle oder ist das so ein, fickt euch, weil das ist, also, ich kann eh nichts ausrichten oder so, weißt du, was ich meine? Ich finde, das hat so den Imposter-Vibe. Ich habe den Eindruck, das ist doch geil, oder nicht? Also es ist nicht das, worum es geht. Wir sind hier, um uns zu streiten. Und ich habe eben eine andere Meinung in diesem Punkt vielleicht. Vielleicht bin ich da ein bisschen extrem, aber wir haben viele extreme Charaktere. Warum nicht ich auch? deswegen, also ich finde, das lässt sich schon combinen. Ich habe ja...
Das ist ja der Witz an der Sache. Ich will so viel anecken, wie es nur geht, weil Streit ist doch das, was irgendwie alles bewegt, Leute. Jetzt mache ich einen richtig philosophischen Gedanken, aber verstehst du, was ich meine? Ja, Steph. Lass uns darüber streiten, dann ist es im Kreis, dann hört man mir zu. Ich kann das gerne so, das ist ja genau das Angebot, was ich hier bekomme. Umso krasser. Und jeder danach für eine Zeit das sagen, was er scheiße genau findet, das, und der andere genau muss die Schnauze halten. Umso besser, dass du nochmal zurückkommst. Das, okay, das war crazy. Also, dass du nach dem Show dann aber noch einen mega langen Part hattest, der dann kam. Ja. Glaub, das war mein Lieblingspart, Alter. Ja. Der war schön. Man hat auch quasi das Vorspulen gemerkt auch. Zum Glück ging das. Und dann hast du zum Glück den genau den Part. Es ist schön gewesen, dass ich das jetzt auch mal gelehrt habe. Offenbar kann ich das auch, als ist alles halb so wild. Abschließende Worte von dir, Japan. Ob was noch geplant ist? Nö. Es ist was geplant. Und der Bruder weiß Bescheid. Stimmt, da gab es ganz am Ende vom Battle, hast du irgendwas in die Kamera, das habe ich nicht mitbekommen. Ich hab gesagt, darfst du, dürfen wir wissen, wer, oder? Er weiß schon. Er weiß schon. Was sieht bei dir aus? Du hast ja schon gesprochen darüber, dass du noch ein anderes Match offen hast. Ja, ich weiß nicht, ob das schon so spruchreich ist. Also ich werde in Hamburg sein. Und es hat jemand nach mir gefragt, ich glaube, es war der Süßifoss. Wir werden uns sehen. Oha. Oh, wow. Ich freue mich sehr, ich bin gespannt. Okay, wir haben heute viele Steine den Berg hochgerollt, wenn es um Sisyphos geht, meine Freunde. Ihr wisst Bescheid, ihr Mythologie-Experten. Future of Battle Rap, wir hatten wieder ein tolles Event. Yassin grinst mich schon wieder von der Seite an, das macht mir immer wieder sehr viel Spaß. Jens hat das Handtuch auf dem Kopf, grinst auch leicht und schwingt seine Hüfte. Vielen Dank, Japan. Vielen Dank, Celine. Leute, es war ein tolles Event. Wir sind glücklich. Wir gehen jetzt nach Hause oder auch noch nicht. Trinken noch Bier. Wir rappen, was auch immer. Future of Battle Rap, großes Klassentreffen wie immer. Leute, peace out. Macht's gut. Auf Wiedersehen.